Haben Sie sich jemals intensiv mit Ihren Handflächen beschäftigt? Schon mal die Zeit genommen, die vielen feinen Linien genau zu betrachten? Vielleicht finden Sie dabei sogar ein M-förmiges Muster. Dieses Zeichen ist nicht bloß eine zufällige Linie. Manche glauben, dass es ein Hinweis auf etwas viel Größeres und Bedeutenderes ist. Heute tauchen wir in das Geheimnis dieses besonderen M ein. Stellen Sie sich vor, es sei eine verborgene Schatzkarte in Ihrer Handfläche, die nur darauf wartet, entschlüsselt zu werden. Und niemand könnte uns besser durch diese geheimnisvollen Zeichen führen, als die tiefgründige Dolores Cannon, die sich jahrelang mit diesen Mysterien auseinandergesetzt hat. Warum sollten Sie also bis zum Schluss dranbleiben? Es geht hier nicht nur um Linien in der Hand oder willkürliche Markierungen. Wir sprechen davon, verborgene Aspekte Ihrer Persönlichkeit zu entdecken, von denen Sie vielleicht noch gar nichts wussten. Es geht darum, die Oberflächlichkeit des Alltags zu durchbrechen und tiefer liegende Wahrheiten freizulegen. Sind Sie bereit, herauszufinden, was das M in Ihrer Handfläche über Sie aussagen könnte? Lassen Sie uns diese Entdeckungsreise gemeinsam beginnen und die geheimnisvollen Mysterien enthüllen. Beginnen wir mit unserem ersten Geheimnis, das Tor zum Mystischen. Dieses M auf Ihrer Hand könnte Ihr persönlicher Schlüssel zu einer Welt voller Zauber und tieferer Bedeutungen sein. Betrachten Sie Ihre Handfläche nicht nur als Körperteil, sondern als Karte. Nicht eine Karte, die zu einem vergrabenen Goldschatz auf einer abgelegenen Insel führt, sondern zu einem wertvollen Schatz in Ihnen selbst. Das M steht nicht nur für einen Buchstaben. Es ist ein Symbol, vielleicht sogar ein Zeichen dafür, dass Sie für etwas Besonderes bestimmt sind. Es ist, als hätte das Universum Sie auserwählt, seine verborgenen Schätze zu erforschen, und lädt Sie ein, in die Geheimnisse einzutauchen, die sich direkt unter der Oberfläche befinden. Wenn Ihnen solche Themen gefallen, abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Dies zeigt uns Ihre Wertschätzung für unsere Inhalte und motiviert uns, weiterhin hochwertige Videos zu erstellen. Aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Teilen Sie uns in den Kommentaren mit, welche Herausforderungen Sie derzeit bewältigen, damit wir uns gegenseitig unterstützen können. Warum zieht das M auf deiner Handfläche so sehr die Aufmerksamkeit auf sich? Stellen Sie sich vor, es ist eine Art Pforte, ein Zugang zu tieferem Verständnis über die Verbindungen zwischen uns, dem Universum und den verborgenen Kräften, die unsere Existenz prägen. Dieses Symbol lädt uns ein, in die Magie einzutauchen, die uns umgibt, die Energie zu spüren, die durch alles fließt, und zu erkennen, dass die Welt weit mehr zu bieten hat, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Für manche könnte diese mystische Verbindung eine tiefe Naturverbundenheit offenbaren, so als würde man das Flüstern des Windes verstehen oder die Geschichten hören, die die Sterne in der nächtlichen Stille erzählen. Für andere mag es bedeuten, besonders sensibel für die Gefühle und Gedanken der Menschen um sich herum zu sein, als wäre man Teil eines stillen, wortlosen Dialogs. Für die Abenteuerlustigen unter uns könnte dieses Zeichen sogar als Tor dienen, um in vergangene Leben einzutauchen oder mögliche Zukünfte zu erahnen, wodurch unsere herkömmliche Auffassung von Zeit wie eine Illusion wirkt. Also kann wirklich ein simples Zeichen auf deiner Handfläche so viel Bedeutung haben. Es geht nicht darum, über Nacht übernatürliche Kräfte zu entwickeln oder das eigene Leben in ein Märchen zu verwandeln. Vielmehr ist es ein subtiler Hinweis, eine sanfte Aufforderung des Universums, tief in die eigene Seele einzutauchen. Es geht darum zu erkennen, dass in jedem von uns ein Funke des Mystischen, des Magischen verborgen liegt, der nur darauf wartet, erweckt zu werden. Die wahre mystische Reise benötigt keine Zauberstäbe oder uralte Beschwörungsformeln. Sie beginnt mit einem offenen Geist und einem bereitwilligen Herzen. Sie fordert uns auf, Fragen zu stellen, nach Wahrheiten zu suchen und offen für die Geheimnisse zu sein, die das Leben bereithält. Das M auf Ihrer Handfläche ist nur der Anfang, eine Einladung, das Tor zu einer Welt zu durchschreiten, in der das Mystische mit dem Alltäglichen verschmilzt. Wenn wir tiefer in die Geheimnisse des M-Zeichens eintauchen, denken Sie daran, dass der Weg des Mystizismus tief persönlich und einzigartig für jeden von uns ist. Es geht nicht darum, einem strengen Regelwerk zu folgen oder einen vorgezeichneten Weg zu beschreiten. Es geht darum, den eigenen Weg zu gestalten, geleitet von den Flüstern der Intuition und den Zeichen, die das Universum sendet, wie dieses faszinierende M auf Ihrer Handfläche. Asterisk, Asterisk, Vergangene. Leben und Reinkarnationen.
Beim Betrachten unseres zweiten Geheimnisses erkunden wir die fesselnde Vorstellung von vergangenen Leben und Reinkarnationen, gesehen durch das M-Zeichen auf unseren Handflächen. Stellen Sie sich vor, unser Leben wäre wie ein umfangreicher, fortlaufender Roman, wobei jedes Kapitel ein anderes Leben darstellt. Die Idee vergangener Leben und Reinkarnationen lässt vermuten, dass wir viele solcher Kapitel vor dem aktuellen gelebt haben, und das M-Zeichen könnte ein Hinweis darauf sein, dass Ihr persönlicher Roman besonders umfangreich ist. Stellen Sie sich Ihren Lieblingsfilm oder eine Buchserie vor, in der der Protagonist verschiedene Abenteuer erlebt, zahlreiche Herausforderungen meistert und mit jedem Ereignis wächst. Ähnlich schlägt das Konzept vergangener Leben vor, dass wir alle die Hauptfiguren unserer eigenen epischen Geschichten über verschiedene Epochen und Umgebungen hinweg waren und sich mit jedem gelebten Leben weiterentwickelten. Aber warum erinnern wir uns nicht an diese vorherigen Kapitel? Es ist ähnlich wie das Beenden eines Buches und das Beginnen eines neuen. Die neue Geschichte ist so fesselnd, dass man selten über die vorherigen nachdenkt. Doch gelegentlich könnte ein Gefühl des Déjà-vu oder eine unerklärliche Affinität zu einer bestimmten Kultur oder einem Ort aus diesen vergangenen Kapiteln zu Ihnen flüstern, was auf Erfahrungen hindeutet, die Ihre Seele über Jahrtausende gesammelt hat. Das M-Zeichen kann als Ehrenzeichen angesehen werden, das die umfangreiche Weisheit und das Wissen auszeichnet, das Ihre Seele auf Ihren zahlreichen Reisen angesammelt hat. Diese vergangenen Erfahrungen, obwohl nicht bewusst erinnert, prägen, wer Sie heute sind, beeinflussen Ihre Instinkte, Ängste, Wünsche und sogar Ihre angeborenen Talente. Haben Sie jemals jemanden kennengelernt und sofort eine unerklärliche Verbindung gefühlt, als ob Sie sich schon immer gekannt hätten? Oder einen Ort zum ersten Mal besucht, sich jedoch seltsam heimisch gefühlt? Diese Momente könnten gerade Echos Ihrer vergangenen Leben sein, flüchtige Einblicke, wenn der Vorhang zwischen Vergangenheit und Gegenwart kurzzeitig angehoben wird, sodass die lange Reise Ihrer Seele kurzzeitig erleuchtet wird. Reinkarnation fügt dieser Erzählung eine weitere Dimension hinzu und schlägt vor, dass unsere Seelen auf einer umfangreichen Reise der Evolution und des Lernens sind. Jedes Leben, jedes Kapitel bietet neue Möglichkeiten zu lernen, Herausforderungen zu begegnen und der ultimativen Erkenntnis unseres Wesens näher zu kommen. Das Endziel, Erleuchtung oder tiefe Einsicht zu erlangen, sodass der Zyklus der Reinkarnationen endet, wenn die Seele zur kosmischen Quelle zurückkehrt, aus der alle Geschichten entspringen. Wenn also das M-Zeichen vergangene Leben und Reinkarnationen symbolisiert, steht es für eine verborgene Bibliothek der Weisheit in den Linien Ihrer Handfläche, eine Erinnerung daran, dass Sie mehr sind als dieses gegenwärtige Kapitel, sondern ein zeitloser Geist auf einer großen Entdeckungs- und Wachstumsreise. Intuition und übersinnliche Fähigkeiten. In unserem dritten Geheimnis widmen wir uns der faszinierenden Welt der Intuition und übersinnlichen Fähigkeiten. Das geheimnisvolle M auf unseren Handflächen könnte ein Indiz dafür sein, dass wir über diese besonderen Talente verfügen. Stellen Sie sich das Leben als ein riesiges, komplexes Puzzle vor, und jeder von uns verfügt über eine einzigartige Sammlung von Puzzleteilen in Form von Fähigkeiten und Talenten. Intuition und übersinnliche Fähigkeiten gleichen dabei dem Besitz einer geheimen Karte, die uns hilft zu erkennen, wo bestimmte Teile hineinpassen, selbst wenn dies auf den ersten Blick nicht offensichtlich ist. Intuition ist jene leise Stimme in uns, das Bauchgefühl, das uns lenkt, ohne dass wir lange Vor- und Nachteile abwägen müssen. Es ist, als hätten wir einen unsichtbaren Begleiter, der uns durch die Irrungen und Wirrungen des Lebens führt. Menschen mit stark ausgeprägter Intuition besitzen oft ein Wissen, das scheinbar aus dem Nichts kommt, wie ein innerer Kompass, der sie durch neblige Wege navigiert. Übersinnliche Fähigkeiten, die oft wie aus einem Fantasy-Roman klingen, gehen über das Gewöhnliche hinaus. Sie umfassen das Wahrnehmen subtiler Energien in Menschen und Orten oder das Erleben visionärer Träume, die künftige Ereignisse ankündigen. Hier geht es nicht um Zauberei oder Wahrsagerei, sondern um das Einstimmen auf eine tiefere, subtilere Ebene der Existenz. Das M auf Ihrer Handfläche symbolisiert möglicherweise ein gesteigertes Bewusstsein für diese intuitiven und übersinnlichen Fähigkeiten. Es ist wie ein Abzeichen, das Ihre Verbindung zu den unsichtbaren und ungesagten Aspekten des Lebens hervorhebt. Personen mit diesem Zeichen fühlen sich oft natürlicherweise dazu berufen, anderen zu helfen, indem sie ihre intuitiven Gaben nutzen,
um Trost und Führung zu bieten. Das Besitzen dieser Fähigkeiten bedeutet jedoch nicht, dass alles immer einfach ist. Intuition und übersinnliche Einsichten bringen ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Sie erfordern Selbstvertrauen und den Mut, dem eigenen Herzen zu folgen, auch wenn dies gegen konventionelle Wege geht. Es geht darum, den leisen Aufforderungen ihrer inneren Stimme Raum und Beachtung zu schenken, selbst im Lärm des Alltags. Für diejenigen, die mit dem M gekennzeichnet sind, bietet das Erkunden dieser Fähigkeiten einen Weg zur Selbsterkenntnis und persönlichem Wachstum. Es ist ein Streben nach Ausgleich und Erdung, um sicherzustellen, dass diese Gabe das Leben bereichert, anstatt Unruhe oder Angst zu stiften. Praktiken wie Meditation, Zeit in der Natur und Achtsamkeit können dabei helfen, diese Verbindung zu stärken und ihre intuitiven und übersinnlichen Talente in Quellen der Kraft und Weisheit zu verwandeln. Führung und Erfolg. Unser viertes Geheimnis beleuchtet die Rollen von Führung und Erfolg, angeführt von dem rätselhaften M auf unseren Handflächen. Oft gibt es in jeder Gruppe, Gemeinschaft oder jedem Team eine Person, die als Leuchtfeuer fungiert, zu dem andere für Orientierung und Inspiration aufsehen. Dieses Geheimnis untersucht, wie das M-Zeichen ein Indikator dafür sein könnte, dass sie zu diesen natürlichen Führern gehören, die für unerwarteten Erfolg prädestiniert sind. Führung bedeutet nicht, Autorität auszuüben oder Sitzungen zu dominieren. Es geht vielmehr darum, anderen den Weg zu weisen, Güte, Stärke und Weisheit in Zeiten des Wohlstands und der Herausforderungen zu zeigen. Führer mit dem M-Zeichen gleichen Schiffskapitänen, die ihre Crew nicht mit harten Befehlen, sondern mit einer ruhigen, stabilen Präsenz leiten und sicherstellen, dass sich jeder wertgeschätzt und gehört fühlt. Was macht einen guten Führer aus? Denken Sie an Führung wie an Gartenarbeit. In diesem Garten kümmert sich der Führer um jede Pflanze, Person, erkennt die spezifischen Bedürfnisse jedes Einzelnen und bietet Unterstützung, wenn nötig. Solche Führer pflegen nicht nur einen Garten, sondern ein blühendes Ökosystem, in dem jeder Einzelne zu seiner Zeit und auf seine Weise gedeihen kann. Erfolg ist ebenso vielfältig wie ein Chamäleon, das je nach Kontext seine Farbe wechselt. Für manche bedeutet Erfolg das Erreichen hochgesteckter Ziele, für andere die positive Wirkung, die sie erzielen. Laut dem M-Zeichen kommt wahrer Erfolg nicht aus den errungenen Titeln, sondern aus den unternommenen Reisen und den bereicherten Leben, die man auf seinem Weg trifft. Karmische Lektionen und Lebensherausforderungen. Im sechsten Geheimnis erkunden wir die komplexen Pfade karmischer Lektionen und Lebensherausforderungen, die durch das geheimnisvolle M auf unseren Handflächen hervorgehoben werden. Stellen Sie sich das Leben als eine Schule vor, in der jede Erfahrung und jede Interaktion eine Lektion darstellt, die darauf abzielt, uns zu lehren, zu formen und zu verfeinern. Karma in diesem Zusammenhang ist vergleichbar mit dem Lehrplan dieser Schule, wobei vergangene Handlungen die gegenwärtigen Umstände beeinflussen und die Bühne für Lernen und Wachstum bereiten. Das M könnte ein subtiler Hinweis des Universums sein, der darauf hindeutet, dass Sie in einigen fortgeschrittenen Klassen der Lebensschule eingeschrieben sind. Es signalisiert, dass Ihr Weg reich an Lektionen ist, die gelernt werden wollen, und Herausforderungen, die gemeistert werden sollen. Diese sind nicht einfach zufällige Hürden, sondern sorgfältig gestaltete Erfahrungen, die auf das Wachstum ihrer Seele zugeschnitten sind und sie dazu drängen, sich weiterzuentwickeln und über ihre aktuellen Grenzen hinauszugehen. Karmische Lektionen können als Puzzles betrachtet werden. Jedes Stück repräsentiert eine Herausforderung oder eine Lektion. Und während Sie sich durch sie navigieren, beginnen Sie, das größere Bild Ihres Lebenszwecks zu erkennen. Diese Lektionen können in verschiedenen Formen auftreten, sei es eine schwierige Beziehung, die Geduld lehrt, ein Rückschlag, der Resilienz kultiviert, oder eine unerwartete Reise, die zu Selbsterkenntnis führt. Sie sind nicht nur Hindernisse, sondern Chancen zu wachsen und mehr über sich selbst sowie die Welt um sie herum zu lernen. Diese tiefen Lektionen fordern Sie heraus, Ihre inneren Überzeugungen und Annahmen zu überprüfen und bieten Ihnen die Möglichkeit, alte Muster zu durchbrechen und echte Veränderungen in ihrem Leben herbeizuführen. Der Weg ist oft nicht einfach, aber unglaublich lohnend, da er die Möglichkeit zur wahren Transformation bietet. Eine Veränderung, die nicht nur das Selbst, sondern auch das kollektive Bewusstsein beeinflusst. Für diejenigen, die mit dem M gezeichnet sind, sind karmische Lektionen und Lebensherausforderungen nicht nur Prüfungen.
Sie sind Schlüsselmomente, die sie ermächtigen, tiefgreifende Weisheit und Einsicht zu gewinnen. Es ist eine Einladung, aktiv am eigenen Lebensskript mitzuschreiben, zu erkennen, dass jeder Schritt und jede Entscheidung Teil eines größeren göttlichen Plans ist, der sorgfältig darauf abgestimmt ist, die einzigartige Reise jeder Seele zu unterstützen. Ein Leben im Bewusstsein dieser karmischen Lektionen zu führen bedeutet, eine aktive Rolle in der eigenen spirituellen Entwicklung zu übernehmen und jeden Moment als Gelegenheit zu nutzen, um zu lernen, sich anzupassen und letztendlich zu gedeihen. Es ist eine Reise, die sowohl Demut als auch Stärke verlangt und die mit dem M-Gezeichneten sind besonders ausgestattet, diese tiefen, oft herausfordernden Pfade mit Anmut und Weisheit zu navigieren. Zusammenfassung: Das Entschlüsseln dieser Geheimnisse, die das M auf unseren Handflächen birgt, eröffnet uns nicht nur Einblicke in unsere verborgenen Fähigkeiten und Potenziale, sondern auch in eine tiefere Verbindung zu unserem wahren Selbst und dem Universum. Jedes dieser Geheimnisse, ob es nun um Führung, Heilung, Intuition oder die Bewältigung karmischer Lektionen geht, bietet einzigartige Herausforderungen und Einblicke, die uns auf unserem persönlichen und spirituellen Weg voranbringen. Für diejenigen, die das Glück haben, dieses geheimnisvolle M zu tragen, ist es mehr als nur eine Markierung. Es ist ein Symbol für eine tiefere Berufung und eine herausfordernde, aber letztlich erfüllende Reise. Es erinnert uns daran, dass wir alle mehr sind als die Summe unserer Teile und dass in jedem von uns ein unglaubliches Potenzial schlummert, das darauf wartet, entdeckt und genutzt zu werden. Die Kraft der Transformation. Das siebente Geheimnis, das durch das M auf unseren Handflächen entschlüsselt wird, offenbart die Kraft der Transformation. Diese bezieht sich nicht auf kleinere, schrittweise Veränderungen, sondern auf tiefgreifende, lebensverändernde Umwandlungen, die sowohl unser Selbstverständnis als auch unsere Wahrnehmung der Welt radikal verändern. Menschen, die das M-Zeichen tragen, wirken oft als Katalysatoren für Veränderung, nicht nur in ihrem eigenen Leben, sondern auch in dem der Menschen um sie herum. Sie haben die seltene Fähigkeit, über den Tellerrand zu blicken und Potenziale zu erkennen, wo andere nur Grenzen sehen. Diese transformative Kraft erstreckt sich nicht nur auf äußere Umstände, sondern fördert auch eine tiefgreifende Veränderung der inneren Realität, der Denkweise und des Geistes. Die Transformation kann einschüchternd sein. Sie verlangt, dass man alte Gewohnheiten ablegt, sich seinen tiefsten Ängsten stellt und mutig ins Unbekannte schreitet. Für diejenigen mit dem M-Zeichen sind diese Prozesse jedoch Teil ihres natürlichen Wachstumsweges. Sie sind fähig, die intensiven Energien des Wandels zu meistern und Herausforderungen in Chancen für tiefes persönliches Wachstum umzuwandeln. Die Rolle des Verbinders, das achte und letzte Geheimnis, das durch das M-Zeichen enthüllt wird, ist die Rolle des Verbinders. Menschen mit diesem Zeichen besitzen oft die außergewöhnliche Gabe, unterschiedliche Personen zusammenzuführen, Brücken zu bauen und Allianzen zwischen verschiedenen Gruppen zu schmieden. Sie sind die Meister im Knüpfen menschlicher Netzwerke, geschickt darin, Harmonie und Verständnis zwischen unterschiedlichen Individuen zu fördern. Verbinder mit dem M-Zeichen erkennen nicht nur das Beste in anderen, sondern sind auch in der Lage, verborgene Talente zu identifizieren und hervorzuheben. Sie blühen in Umgebungen auf, in denen sie Dialog und Zusammenarbeit fördern können, indem sie potenzielle Konflikte in kooperative Erfolge umwandeln. Ihre Rolle ist in der heutigen Welt, in der Zusammenarbeit und Kommunikation entscheidend sind, von großer Bedeutung. Diese Personen verwalten und pflegen Beziehungen nicht nur mit Leichtigkeit, sondern sorgen auch dafür, dass die geschaffenen Verbindungen stark und beständig sind. Ihre Anwesenheit in jeder Gruppe ist ein Katalysator für Synergie und Innovation und macht sie sowohl im persönlichen als auch im beruflichen Bereich unverzichtbar. Karmische Lektionen sind gewiss nicht leicht, doch sie sind unverzichtbare Kapitel in der Erzählung unseres Lebens. Jedes birgt einen Keim der Weisheit, der nur darauf wartet, zu erblühen. Lebensherausforderungen hingegen sind die Prüfungen, denen wir uns stellen müssen, jene Momente, die uns auffordern, unser Gelerntes in die Praxis umzusetzen. Sie sind die steilen Anstiege, die wir erklimmen, ohne zu wissen, was uns auf der anderen Seite erwartet. So einschüchternd sie auch sein mögen, diese Herausforderungen sind verkleidete Gelegenheiten, Chancen für uns, uns selbst zu beweisen, was in uns steckt, um zu glänzen und uns selbst zu übertreffen. Das M-Zeichen als Symbol für karmische Lektionen und Lebensherausforderungen
verweist auf eine Reise tiefgreifender Transformation. Es geht darum, die Höhen und Tiefen des Lebens zu akzeptieren, zu verstehen, dass jede Niederlage uns auf den nächsten Gipfel vorbereitet und jedes Ende ein neuer Anfang ist. Es erinnert uns daran, dass wir nicht nur passive Passagiere auf dieser Reise sind. Wir sind die Navigatoren, die Schöpfer unseres Schicksals, bewaffnet mit den Lektionen der Vergangenheit und der Hoffnung auf die Zukunft. Das Meistern dieser karmischen Lektionen und Lebensherausforderungen verlangt Mut, Resilienz und ein offenes Herz. Es bedeutet, im Regen zu tanzen, Freude auf der Reise zu finden und in jeder dunklen Wolke einen Silberstreifen zu erkennen. Es bedeutet, anzuerkennen, dass die Narben, die wir tragen, nicht nur Zeugnisse der Kämpfe sind, die wir geführt haben, sondern auch Ehrenzeichen, Symbole unserer Stärke und Ausdauer. Für diejenigen, die das M-Zeichen tragen, ist dieses Geheimnis eine Aufforderung, das Leben durch die Linse von Wachstum und Lernen zu sehen. Es fordert uns auf, sich den Herausforderungen zu stellen, auf das Flüstern der Lektionen zu hören und zu wissen, dass jeder Schritt vorwärts uns nicht nur unseren Zielen näher bringt, sondern uns auch zu einer weiterentwickelten Version unserer selbst macht. Wir stehen nun am Scheideweg unserer heutigen Betrachtungen, am Ende einer Reise durch die verschlungenen Pfade der Selbstentdeckung und des tieferen Verständnisses, eingeleitet durch das geheimnisvolle M auf unseren Handflächen. Während wir dieses Kapitel unserer kollektiven Erkundung abschließen, ist es mein Wunsch, dass die diskutierten Einsichten nicht nur als ephemere Gedankenfetzen in der Weite unseres Alltags verwehen, sondern als stetige Begleiter dienen, die uns dazu inspirieren, über den Horizont unserer gewohnten Perspektiven hinauszuschauen. Die heutige Auseinandersetzung mit den verborgenen Bedeutungen des M hat, wie ich hoffe, nicht nur Ihr Interesse geweckt, sondern auch Ihre Seele berührt und vielleicht sogar einen Funken der Neugier entfacht, der Sie dazu anregt, die unergründlichen Tiefen Ihrer eigenen Existenz zu erforschen. Es ist dieser stille Ruf zur Selbstreflexion und zum mutigen Schritt ins Unbekannte, der die wahren Schätze unseres Daseins zutage fördern kann. Ich lade Sie daher herzlich ein, sich uns weiterhin auf dieser faszinierenden Entdeckungsreise anzuschließen. Wenn Ihnen die Inhalte unseres heutigen Zusammentreffens gefallen haben, zögern Sie nicht, den Gefällt mir-Button zu drücken, um Ihre Wertschätzung auszudrücken, und teilen Sie Ihre Gedanken und Erkenntnisse in den Kommentaren. Jeder Kommentar bereichert unsere Gemeinschaft und trägt dazu B, ein tieferes gemeinschaftliches Verständnis der Themen, die uns alle berühren, zu fördern. Vergessen Sie auch nicht, auf das Abonnement-Button zu klicken, um kein zukünftiges Video zu verpassen, denn jedes Video ist darauf ausgelegt, unser Wissen zu erweitern und unsere Perspektiven zu bereichern. Mit diesem Abschied, bis wir uns wiedersehen, möge jeder Schritt auf Ihrem Weg erleuchtet sein durch das tiefe Wissen, das wir gemeinsam zu erforschen suchen. Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an dieser Reise sind von unschätzbarem Wert. Und ich danke Ihnen aufrichtig für Ihre fortwährende Unterstützung und Ihr Engagement, mit uns zu wachsen und zu lernen.